Training haben wir uns gekümmert um Tzuki und Empi-Kombinationen. Dafür haben wir benutzt den Judan-Tzuki unterhalb der Brustlinie, um den Kopf des Partners nach vorne zu holen. Sind dann sofort nachgerutscht, mit dem Ellbogen nachgeschlagen, um jetzt uns den Kopf zu fangen und bei dieser Bewegung zur Seite zu gehen. Schlagen hier ein, haben den Kopf die ganze Zeit unter Kontrolle. Drücken ihn hier mit weg und drücken hier den Partner weg und können jetzt sofort nachschlagen. Sieht insgesamt so aus, dass wir einschlagen, nachgehen, den Kopf unter Kontrolle haben, hier rumschieben und sofort abschießen können. Und das sieht mit Partner so aus.